Hallo, liebes YouTube. Willkommen in der nächsten Folge, sehr wahrscheinlich in der vorletzten Folge von Transformers War for Cybertron auf meinem Kanal. Und ich freue mich schon richtig aufs Ende, weil ich habe echt die Schnauze voll von War for Cybertron. Man merkt im Spiel langsam an, dass es alt ist. Und das nächste Spiel kann ich jetzt schon ankündigen, das wird Fall of Cybertron sein. Wir haben gesehen in der letzten Folge, wie Optimus Prime die Matrix bekommen hat. Die Matrix der Führerschaft. Eines der wichtigsten Objekte im Transformers-Universum, neben den Allspark, den die meisten von euch sehr wahrscheinlich kennen werden. Ich kenne noch die Matrix der Führerschaft, dass die sehr begehrt war. Nicht nur bei den Autobots, sondern auch Megatron wollte sie haben. Weil sie ein mächtiges Artefakt ist. Aber erstmal Kapitel 9. Luftangriff. Megatrons Orbitalstation entscheidet über den Sieg und Niederlage, da ihre Waffen die Evakuierungsschiffe zerstören. Die Autobots müssen die Station zerstören, wenn sie weiterleben wollen. Kommen wir mal rein. Air Raid, Jetfire, Silverbolt. Schockwelle mit Barriere. Kirbigens. Zano. Sentry erscheinen. Oh, Sentry ist auch nicht schlecht. So scheiße. Selber werde auch unsichtbar, das finde ich auch nicht schlecht. Der Kern ist vom dunklen Energon beschädigt und Cybertron stirbt. Um sich selbst zu reparieren, muss er sich für Millionen von Jahren abschalten. Optimus trägt nun die Macht der Anführermatrix in sich und muss dennoch die Evakuierung des gesamten Planeten anordnen, um die Existenz der Transformers zu sichern. An alle Autobots in Reichweite dieses Signals. Unser Planet stirbt. Uns bleibt keine Wahl. Wir müssen unsere Heimat verlassen. Darum befehle ich die sofortige Evakuierung aller Autobot-Städte. Was war das? Ich sagte dir, zu bleiben und mir zu trotzen bedeutet den Untergang. Niemand trotzt Megatron. Er ist verrückt. Silverbolt, Soldaten bereit machen! Deaktiviert diese Kanone! Sofort! Oh, die ist gut versteckt. Vorsicht! Wenn ihr zu nah an den Strahl kommt, werdet ihr entweder von der Strahlung oder von einem Plasmafeuer geröstet. Kein Witz! Ich spüre schon, wie meine Leitungen warm werden.
geflogen, Autobots. Wow! Ist das die Relaisstation? Ja, sie teilt den Strahl in verwendbare Energie. Ich dachte nie, dass ich sie noch mal sehen müsste. Nachbrenner zünden, Autobots! Jede Sekunde zählt! Großartig! Da kommt das Begrüßungskomitee! Das war nicht geplant. Was ist das für ein Ding? Schießt auf die Waffensysteme! Vorsicht vor den automatischen Verteidigungen! Thank you.
schaltet die Sicherheitssperren aus! Ah. Vorne ein paar Lüftungsrohre freigelegt. Das ist unser Eingang. Ja, dann wollen wir mal rein. In den Schächten wird es ziemlich windig sein. Das muss der Kühlraum sein. Der Strahl, der die Kanone mit Energie versorgt, wird so heiß, dass dieser ganze Bereich zur Kühlung verwendet wird. Wenn wir die Kühlung ausschalten, kann die Kanone nicht mehr feuern. Und wie machen wir das? Also, am besten wir schießen auf alles Mögliche. So gefällt mir das, Silver Bolt. Oh Gott sei Dank, ich war schon am Suchen. Typisch, da kommen die Decepticons! Was dich anstelle von mir zum Anführer des Teams gemacht hat. Wirklich, Aerith? Meinst du, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür? Nein, nein. Hör mir zu. Ich will dir nur sagen, dass du die Aufgabe nicht total versaust. Also für jemanden mit Höhenangst und so. Sehr lustig, Aerith. Das war ein Kompliment. Waffen sind über dich. Den Kopf hast du sowieso nicht gebraucht, oder? Yeah! Liebe übertrieben große Waffen. Also gut, Jungs, die Kühlpumpe liegt direkt voraus. Schalten wir sie aus. Warnung! Rakete nähert sich! Die
kompletter Abschuss. Keine Energie mehr. Alarmstufe gelb. Kühlpumpe deaktiviert. Strahl kann überhitzen. Gut gemacht, Jungs. Ja. Ein Megatron wird ja wahrscheinlich noch weiter feuern. Ich hoffe, jetzt trotzdem. Jo, genau das. Zugangsluke geöffnet. Die zentrale Steuerung ist unter der Oberfläche des Kühlmittels. Schnell runter, aber unter den Kühlmittel. Guten Tag. Hier aus kommen wir in den zentralen Kontrollraum und können das Kühlmittel aus der Station spülen. Okay, wir müssen immer noch die Tanks leeren. Auf zum Kühlmittelkontrollraum. Was will er das noch sagen? Was zum Obst? Das wird helfen. Hab ich doch schon. Schnell noch ein bisschen Munition aufnehmen. Wie genau stehen die Chancen, dass wir hier wieder rauskommen? Konzentrier dich, Air Raid. Optimus zählt auf uns. Wir werden das schon schaffen. Gut, hier sind noch Granaten. Dann hier gehe ich mal bei Silverbolt vorbei. Das ist der Kühlmittelkontrollraum. Die Steuerung liegt direkt vor dir. Cool, eine Ersatzwaffe. Was zur... Jetfire, nach all der Zeit bist du heimgekehrt. Jetfire, woher kennt er dich? Lange Geschichte. Megatron, es wurden schon genug ausgelöscht. Du musst diesen Wahnsinn beenden. Du hättest zu meinen Decepticons kommen sollen, als du noch die Chance hattest, Jetfire. Ich trage das Autobot-Zeichen mit Stolz, Megatron. Demütigung und Zerstörung werden dir keinen Stolz verleihen. Decepticons, Angriff! Das war ja zu erwarten. Mein Schussfinger ist ganz unruhig. Ausgezeichnete Arbeit. Ausgezeichnet.
Und wieder geschafft. Euer Kampf ist zwecklos, Autobots. Niemals. Wir werden bis zum letzten Spark kämpfen. Rakete nähert sich. Kühlmittelstand sinkt. Da hast du's, Megatron! Jetfire, wie lange noch, bis er zerfällt? Jeder Nanoklick zählt, aber wir können das beschleunigen, indem wir den Pulsgenerator im Kontrollraum der Station überladen. Das würde ihn endgültig erledigen. Also gut, du gehst voraus. Alarmstufe Rot. Strukturintegrität bei 95%. Kühlmittel sofort ersetzen. Das ist gut, oder? Ist das gut? Jetfire, du hattest recht. Die Station zerbricht in Stücke. Aber noch nicht schnell genug. Wenn wir zum Kontrollraum kommen, können wir echten Schaden anrichten. Was? Alarmstufe Rot. Strukturintegrität bei 90%. Das Kühlmittel. Alarm. Integrität des Energonstrahls gefährdet. Unfähige Narren! Findet sofort die Autobahn! Die Autobots haben das komplette Kühlsystem überladen. Megatron vaporisiert uns, wenn Trypticon verloren geht. Los! Trypticon? Gasse! Wir sind fast da, Leute. Der Kontrollraum liegt direkt voraus. Willst du das nochmal sehen? Eindringlinge! Decepticons! Schmelzt sie! Kämpft euch durch sie hindurch, Autobots! Nicht nachlassen! Das mache ich nie! Ein Decepticon weniger! Alarmstufe Rot! Strukturintegrität bei 85%! Flugbereit! Raketen im Anflug!
keine Energie mehr. Nee, nur mehr Waffen, ey. Au, oh, Überschild. Das ist ja mal praktisch. Endlich. Jetzt, Jetfire. Wir müssen den Pulsgenerator des Strahls überladen. Schießt auf die Schalter auf dem hinteren Pult. Ich sehe den Autobahn abschauen. Okay. Musst du dir schon mehr Mühe geben? Gefahr. Plasma nähert sich kritischem Stand. Und jetzt der zweite Schalter. Raketen auf uns. Yeah.
Gas bei kritischem Stand. Achtung! Die Decepticons! Haltet sie auf! Das Plasma braucht Zeit, um sich zu überladen. Genau zwischen die Optik. Nein! Ich hab's aber auch, so nach einer halben Stunde hab ich's immer. Plasma stand bei 90%. So gefällt mir das! Gefahr, Plasma fast bei kritischem Stand. Achtung! Decepticons! Haltet sie auf! Das Plasma braucht Zeit, um sich zu überladen! Granate im Anflug! Gefahr, Plasma stand bei 100%. Komm schon, überlade endlich! Nur keine Eide. Mir gefällt es, Decepticons umzulegen. Mit jedem Nanoklick werden weitere Autobots ausgelöscht. Position halten! Hier kommt noch eine Welle! Gefahr, Plasma stand bei 110%. 110%? Es kann so hoch steigen? Nein, das ist es ja. Es explodiert gleich. Wann die sich jetzt? Das war super, dass ich ihn gesehen habe. Oh! Er hat mich versprengt. Geschütze! Autobots, Entdeckung! Oh, das war eine echt heftige Sequenz. Geschütze,
Autobots in Deckung! Mehr Autobots! Oh, danke, Jetfire. Wer mal alles an, bringt in dem Spiel nichts. Sie öffnet sich. Los geht's. Krypticon. Die Autobots halten ihre übrigen Transporter am Boden. Ziel auf die Planetenoberfläche. Zerstöre Iacon City. Ziel wird niedergedrungen. Ziel wird angepasst. Vorgehen von Iacon wird eingeleitet. War das... Hat das Ding gerade gesprochen? Ja, hat es. Und es feuert gleich auf Iacon. Autobots, da, bei dem Energieschacht. Das ist unser Eingang. Los, sofort, Bewegung! Krypticon ausschalten. Wir sind jetzt in der Kanone, Optimus. Wir schalten sie aus, so schnell wir können. Und wie genau sollen wir dieses Ding ausschalten? Es muss irgendeine Schwachstelle geben. Wir fliegen einfach weiter. Das hat sich wie ein Lachen angehört. War das ein Lachen? Silverboot, wir sitzen hier unten in der Falle. Schaltet diese Kanone aus. Kommt schon, Leute, Beeilung. Jedes Mal, wenn die Kanone feuert, werden Autobots zerstört. Nicht aufhalten, kleine Autobots. Ich bin Krypticon. Ich bin euer Untergang. Halt groß, Primus. Ich glaube, die Kanone ist ein Transformer. Ich liebe Omnigatron zu dir. Autobots zerstören. Zielt auf die Treibstoffzellen auf der Hinterseite des Destroyers. Also gut, Flügel eingefahren. Nein!
Munition! Überall der Beschuss her. Ach Gott, da ist noch einer von denen. Endlich down. Aus wie die Dampf-Quantex-Kammern. Weiter! Achtung! Geratet nicht unter die Stampfer! Trifticon, ich habe die exakten Koordinaten von Optimus Primes Position. Sofort anvisieren! Ja, Lord Megatron. Koordinaten werden anvisiert. Habt ihr das gehört? Ein direkter Treffer und Optimus ist Schrott! Beeilung! Wartet mal kurz. Trifticon ist doch ein Transformer, oder? Ja, und? Dann muss es irgendwo ein Terminal geben. Wenn wir es zerstören, kann er nicht mehr als Kanone funktionieren. Er wird zu seiner ursprünglichen Form zurückkehren. Ihr wisst ja nicht mal, was seine ursprüngliche Form ist. Stimmt, aber alles ist besser als das. Gute Idee, Herr Raid. Megatron, Position von Optimus Prime ist jetzt als Ziel anvisiert. Lade auf für den größtmöglichen Einschlag. Sie werden Prime umbringen! Feuer! Los, los, los! Ihr habt mich nicht besiegt, Autobots. Ihr
Zerstörer freigelassen. Was ist bei dem Kerl noch alles nötig? Silverboot! Er fliegt direkt auf den Planeten zu! Schießt auf seine Düsen! Wir sind noch nicht mit ihm fertig! Der Größe? Optimus, Trypticon stürzt auf den Orbit! Wir verfolgen den Absturz, Silverbolt. Wir übernehmen ab hier. Gut, liebes YouTube, ihr habt gesehen, heute war die Folge etwas kürzer, weil ich irgendwie anders als beim letzten Mal ein bisschen besser war. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit dem Finale von War for Cybertron. Ich freue mich schon wahnsinnig darauf. Schön, wenn ihr dabei seid. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Da abonniert meinen Kanal. Das wäre mir viel, viel lieber noch. Würde mir helfen, weil so 50 Abonnementen ist eine magische Grenze. Da könnte ich ein paar kleinere Keys bekommen. Ein paar kleinere. Würde im Umkehrschluss heißen, ich habe mehr Spiele zur Verfügung, die ich für euch spielen kann. Wäre sehr, sehr nett. Dankeschön. Erstmal dafür. Neueste News über mich und meinen Kanal findet ihr auf Facebook unter facebook.com/iPhone und twitter.com/iPhone. Dazu möchte ich euch dann noch darauf hinweisen, dass ich diese Spiele immer wieder live aufnehme. Das heißt, ich habe Zuschauer im Kanal oder nimm es einfach so auf und lade jeden ein, mir dabei zuzugucken und auch einen Kommentar dazu abzulassen. Das geht bei Transformers freitags ab 20 Uhr. Und bei Life is Strange und Remember Me am Download-Abend, den mache ich sonntags immer, auch ab 20 Uhr. Spontan streame ich dann, je nach Lust und Laune, an jedem Tag der Woche. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, am 31. August 2017 kommt Life is Strange Before the Storm, das Prequel zu Life is Strange 1. Und das werde ich ab den 31. dann spielen schon. Ja, was wird mir da noch zu sagen als eine schöne Resttageszeit und haut rein. Bis zum nächsten Mal.